Hallo, in dem heutigen Video entferne ich meine Tape-Ins. Ich habe sie, glaube ich, seit 3-4 Monaten schon bereits im Haar. Von der Qualität her haben sie sich jetzt nicht so stark verändert. Die haben ein wenig an Glanz verloren. Aber der hauptsächliche Grund ist, warum ich sie rausnehme, ist, wie man schon hier gut erkennen kann, ist, dass sie sehr stark rausgewachsen sind, beziehungsweise runtergerutscht sind. Und deswegen habe ich hier, ich glaube, 4 verschiedene Methoden für euch ausprobiert, mit welcher Methode, beziehungsweise Hausmittelmethode, man sich am besten die Tape-Ins von zu Hause aus selber entfernen kann, ohne sich ein Spray kaufen zu müssen. Und das erste, was ich hier ausprobiert habe, ist einmal ein Reinigungsöl. Das Ganze habe ich einfach aufgetragen, versucht das in die Rillen einzuarbeiten, sodass ich das wirklich auch zwischen die Tape-Ins sozusagen reinsetzen kann, sodass ich die auch wirklich schön lösen kann. Am Anfang hat das Ganze jetzt nicht so gut geklappt, deswegen habe ich immer ein bisschen mehr Reinigungsöl zwischen gepumpt und das versucht einzuarbeiten und mit Gewalt versucht, diese Tape-Ins auseinander zu lösen bzw. zu kriegen. Und ja, hier habe ich es dann auch geschafft nach einer Weile. Das Ganze hat wirklich sehr lange gedauert, deswegen ist diese Methode für mich nicht empfehlenswert mit dem Reinigungsöl. Hier habe ich dann auch schon bereits eine Pinzette zur Hilfe genommen und bin dazwischen gegangen, um die Tape-Ins ein bisschen mehr voneinander lösen zu können. Das Ganze hat jetzt auch nicht so stark geholfen, deswegen bin ich auch schon zur nächsten Strähne übergegangen, um das andere Zeug auszuprobieren, ob sich damit die Tape-Ins besser lösen lassen. Die habe ich erstmal umgeklappt, habe mich an eine neue Tape-Ins-Strähne rangewagt und benutze hierzu einmal das Kontaktlinsenwasser bzw. die Lösung. Das Ganze gebe ich dann halt zwischen die Tape-Ins auf meine eigenen Haare drauf, massiere das Ganze ein und Leute, damit hat es wirklich super gut geklappt. Ich habe auch hier die Pinzette zur Hilfe genommen, um die Tape-Ins voneinander zu lösen. Und ihr werdet gleich im Folgenden sehen, dass die Kontaktlinsenlösung wirklich super gut geholfen hat. Hier massiere ich das noch ein bisschen ein, lasse es sozusagen ein bisschen einwirken. Und dann haben sich die Extensions auch schon voneinander getrennt. Das sieht man hier auch ganz gut. Das hat super geklappt. Ich habe da ein bisschen natürlich mit Gewalt nachgeholfen, weil ich so langsam die Geduld verloren habe mit den Tape-Ins. Aber hier sieht man das Ganze ganz gut, wie sie sich voneinander lösen. Das Ganze muss man natürlich ein bisschen sanfter machen, nicht so aggressiv wie ich. Aber wie gesagt, ich habe keine Geduld, deswegen habe ich da wirklich meine komplette Geduld verloren. Das bisschen, was ich an Geduld hatte. Und ja, das ist einmal die ausgezogene Strähne. Dann auch schon die zweite Hälfte. Auch da helfe ich ein bisschen mit der Pinzette nach. So sollte man es natürlich nicht machen. Ihr solltet nicht an euren eigenen Haaren so stark ziehen, wie ich es jetzt mache. Macht das am besten so sanft und sauber wie möglich. Ich, wie gesagt, habe keine Geduld dazu, deswegen bin ich da durchgedreht. So, dann war da auch schon der zweite Teil der Tape-In-Extension-Strähne ab. Und da waren natürlich auch Reste von meinen eigenen Haaren drauf, die im Laufe der Monate da sozusagen abgefallen sind und dran haften geblieben sind. So, die Restklebe, also die Reste vom Kleber kämme ich mir ein bisschen raus mit diesem Kamm. Und gehe auch schon zur nächsten Strähne rüber und da probieren wir auch schon die nächste Methode aus. Und zwar das Desinfektionsmittel. Hier habe ich das so gemacht, dass ich erstmal mit der Pinzette rangegangen bin, weil das, was natürlich auch mehr Sinn macht, dass man die Strähnen ein wenig voneinander löst und dann das Mittel drauf macht, sodass es auch wirklich reinfließen kann und einwirken kann. Aber mit dem Desinfektionsmittel hat es jetzt auch nicht so super geklappt. Obwohl ich gedacht hätte, das würde super gut gehen. Ja, war jetzt auch nicht so einfach damit. Und deswegen würde ich, wenn ich kein Mittel habe zum Entfernen der Tape-Ins oder nicht zum Friseur gehen möchte, würde ich immer wieder zum Kontaktlinsenwasser greifen, denn damit hat es super gut geklappt. Hier beim Desinfektionsmittel muss ich ein bisschen kämpfen. Hat auch gut geklappt, aber ja, war jetzt auch nicht das Beste. Hier habe ich dann auch schon wieder zum Kontaktlinsenwasser gegriffen. Und man sieht es auch hier sehr gut, wie schnell das Ganze sich lösen lässt mit dem Kontaktlinsenwasser. Das ist wirklich unglaublich. Also ein super Lifehack für all diejenigen, die nicht zum Friseur gehen wollen und es selber von zu Hause entfernen lassen möchten. Dann benutzt einfach Kontaktlinsenwasser. Das ist wirklich das Beste. Man verliert hier bei natürlich abgefallene Haare und man reißt sich auch ein paar mit raus, wenn man jetzt so gewaltsam dran geht, wie ich es tue. Aber
aber ja, es klappt eigentlich ganz, ganz gut damit. So, das nächste Hausmittel, was ich noch ausprobiert habe, um die Tape-Ins zu lösen bzw. zu entfernen, ist einmal Kokosöl. Und dieser Tipp ist meist von Amerikanern super gehypt und stark gepriesen, dass es damit super gut klappt. Und ich war eigentlich auch wirklich sehr positiv gestimmt deswegen und dachte, damit wird sich das Ganze wirklich super schnell, ja, machen lassen. Aber ich habe mich leider täuschen lassen, denn mit dem Kokosöl hat es überhaupt nicht funktioniert. Ob ich es jetzt einwirken lassen habe oder nicht, es spielt keine Rolle. Das Kokosöl hat die Tape-Ins nicht gelöst von meinem Haaren. Deswegen muss ich auch zu anderen Mitteln greifen, wie zum Kontaktlinsenwasser, womit sich das Ganze dann auch am Ende auch gelöst hat. Und ja, jetzt habe ich alle Hausmittel für euch getestet. Das beste Hausmittel war natürlich einmal die Kontaktlinsenwasserlösung. Damit hat es wirklich super gut geklappt und es ist sehr empfehlenswert, falls ihr euch das Spray nicht bestellen wollt zum Tape-Ins, Extensions entfernen, könnt ihr zu diesem Hausmittel greifen, wenn es mal auf die Schnelle gehen soll. Oder ihr nicht zum Friseur gehen wollt, um euch die Tape-Ins entfernen zu lassen, dann solltet ihr das Ganze mal auf jeden Fall ausprobieren. Falls ihr das Spray aber bestellen wollt zum Entfernen der Tape-Ins, ich werde euch einen Link in die Videobeschreibung reinsetzen, wie ich mir die Tape-Ins reingesetzt habe. Das Video bzw. das Tutorial dazu werde ich euch auch reinsetzen. Ansonsten finde ich, dass die Tape-Ins zwar super einfach sind beim Einsetzen, aber beim Entfernen wirklich die Hölle. Deswegen würde ich diese Methode nicht weiterempfehlen. Ich würde immer wieder zu der Mikroring Loop Extension Methode zurückgreifen, weil die halt, die ist zwar ein bisschen anspruchsvoller beim Reinsetzen und beim Entfernen, aber es tut halt weniger weh und es ist, ja, dabei verliert man nicht allzu stark viele Haare wie bei den Tape-Ins. Falls ihr also noch Fragen habt oder sonstiges, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!